Herzlich willkommen, Fit at Home. Wir knien oder liegen euch heute schon zu Füßen, denn heute geht es darum, den Bauch richtig gezielt zu trainieren. Der Bauch ist wichtig für eine stabile Wirbelsäule, aber natürlich nur mit den richtigen Übungen. Und auf der anderen Seite, ihr wisst, wenn der Sommer kommt, es sieht einfach schön aus. Aber es gibt ein paar Regeln, die man berücksichtigen sollte bei einem Bauchtraining. Viele Menschen, die sehr viel Bauch trainieren, kriegen Rückenschmerzen, weil sie sich eine Disbalance antrainieren und eine Verkürzung antrainieren. Deswegen versuchen wir mit dem Übungsablauf, den wir heute gestalten, euch etwas an die Hand zu geben, wo ihr richtig knackig den Bauch trainieren könnt, aber trotzdem rückengesund bleibt. Während des Übungsablaufes werden wir euch immer den jeweiligen Punkt erklären, dass wir nicht so sehr viel am Anfang sprechen. Wir beginnen in Rückenlage. Und zu jedem Bauchtraining gehört auch ein klein wenig Mobilisation dazu. Denn jeder Muskel, jedes Gelenk sollte gut vorbereitet sein. Dazu stellt ihr eure Beine an und die Füße an die Außenkante der Matte. Wir wollen das Hüftgelenk und den unteren Beckenbereich mobilisieren. Also beginnen wir locker mit den Knien nach links und rechts. Ganz locker kleine Bewegungen zu machen, um diese Zone gut vorzubereiten. Investiert bitte diese paar Minuten, um euch gut vorzubereiten, denn die helfen euch, dass euer Rücken immer gesund bleibt und ihr auch ein wirklich effektives Bauchtraining ausführen könnt. Nicht selten hört man, oh, ich habe zu Hause schnell ein paar Übungen gemacht und hinterher hat mir das wehgetan. Das hat mit immer so einen Ruck gegeben, das hat gezogen und danach hatte ich Schmerzen und ich konnte dann 14 Tage lang keine Übungen machen. Das sind häufig kleine Muskelverletzungen, die man eben durch diese Erwärmung vorbeugen kann. Wir gehen mit den Knien weit nach links, drehen den Kopf nach rechts und schauen zu unserer rechten Hand. Nehmen die linke Hand auf den rechten Oberarm und verstärken die Drehung. Lösen langsam auf, wechseln die Seite. Beide Knie gehen nach rechts. Der linke Arm liegt seitlich, ihr legt die rechte Hand auf den linken Oberarm und bleibt kurz in dieser Position. Wir lösen auf, kehren zurück, stellen beide Beine normal an, dass die Fußsohle komplett auf dem Boden ist und zwischen euren Füßen ein Abstand zwischen 1 bis 2 Handbreit. Die Arme liegen seitlich. Und wir beginnen erstmal ganz locker mit Beckenheben. Ihr fragt euch jetzt doch bestimmt, wenn ihr das Becken hebt und absenkt, Mensch, das ist doch eine Po-Übung und eine Übung für den unteren Rücken. Und genau das ist der Knackpunkt. Ob ihr jetzt 3 Serien Bauch trainiert und zwischendrin immer eine Pause macht oder ob ihr vielleicht gleich den Gegenspieler mit einbezieht und den trainiert, das macht es viel effektiver und vor allen Dingen trainiert ihr euch eben keine Disbalance an. Wir setzen diese Po-Übung einmal zum Beginn und direkt an das Ende dieses Übungskomplexes, weil, um eine Wirbelsäule stabil zu halten, muss der Zug in dem Bogen der Wirbelsäule immer etwas stärker sein. Für euch bedeutet das vom Verhältnis her immer ein klein wenig mehr Po und untere Rückenmuskulatur trainiert als den Bauch. Und damit erhält eure Wirbelsäule ein gutes Gleichgewicht. Wiederholungszahlen hier in etwa 20 bis 25. Wir stoppen die Bewegung, kommen zu der Bauchübung. Wir winkeln die Beine an, nehmen die nach oben und machen Becken einrollen. Und zwar rollt ihr das Becken gerade ein und löst auf. Ihr rollt das Becken gerade ein und löst auf. Lasst bitte die Beine auf der Rückseite der Oberschenkel, weil wenn ihr die Beine nach oben streckt, nimmt die Last der Beine euer effektives Bauchtraining weg. Also Beine abgewinkelt und die Knie ziehen wir in Richtung des Schultergürtels. Jetzt kann es sein, dass diese Übung für euch eher leicht ist. Dann macht ihr bitte Folgendes. Ihr zieht an, lasst nicht ganz zurück, zieht an, lasst nicht ganz zurück. Wenn der Bauchmuskel dann so ein bisschen zittert, dann wisst ihr genau, dass ihr die richtige Intensität für euch gefunden habt. Auch hier ist unser Ziel. 20 bis 25 Wiederholungen führen wir aus. Wie gesagt, wenn es euch schwer fällt, legt das Becken ganz ab. Wenn es euch leicht fällt, lasst das Becken etwas in der Schwebe und zieht wieder an.
Wenn ihr eure 20 Wiederholungen absolviert habt, stoppt ihr. Streckt die Beine komplett nach oben. Wir bleiben etwas beim Bauchtraining, aber rechts, links. Ziehen den Bauch ganz weit ein und beginnen leicht nach rechts und links zu pendeln. Wir machen diesen Übungsablauf nachher noch einmal mit schwereren Varianten und damit habt ihr dann die Auswahl für schwerer und leichter, aber eben auch wirkliche 10 Minuten effektives Training. Das ist die leichte Variante, schwerer in der zweiten Runde. Auch hier, wenn ihr als Zeit die Zeit als Maß nehmt, circa eine Minute, zieht den Bauch schön ein. Damit trainiert ihr die innere Bauchmuskulatur. Das ist die, die wirklich eure Wirbelsäule stabilisiert und die Taille schlank macht. Wir stoppen, setzen die Beine ab, setzen die Füße etwas weiter nach vorn für diejenigen, die gut Po trainieren können. Die Fersen drücken wir in den Boden, die Knie haben eine Linie, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Und wir beginnen wieder das Becken zu heben und abzusenken. Im Vergleich zum Beginn haben wir die Füße noch weiter vorgesetzt, um damit eine höhere Last auf den Po und den unteren Rücken zu setzen. Wir heben und senken ab. Auch hier wieder ist das Maß, ca. 20 bis 25 Wiederholungen. Ist es zu leicht, setzt die Füße weiter vor und führt denselben Bewegungsablauf aus, das Becken richtig hoch, bis zur Spannung in der Gesäßmuskulatur. Wir stoppen den Bewegungsablauf, strecken uns einmal, die Beine lang machen, die Arme über den Kopf, ziehen uns richtig lang und machen jetzt genau diese 4 Übungen noch einmal in Folge, aber mit dem nächst schwereren Level. Wir stoppen also wieder, setzen die Beine wieder an, die Füße stehen komplett auf dem Boden, 1 bis 2 Handbreit Abstand zwischen den Füßen. Wir nehmen beide Arme gestreckt zur Decke und beginnen. Wir heben, spannen den Po an und lösen langsam wieder auf. Wir heben, spannen den Po an und lösen langsam wieder auf. Wir heben, spannen den Po an und lösen langsam wieder auf. Heben, Po anspannen, langsam wieder auflösen. Heben, Po anspannen, langsam wieder auflösen. Heben, Po anspannen, langsam wieder auflösen. Das Maß auch hier, 20 bis 25 Wiederholungen. Das wird nicht so die schwerste Übung zu Beginn sein. Die Konzentration liegt ja auch auf der Bauchmuskulatur. Noch einmal, wir stoppen, lösen auf. Beginnen wieder vom Becken her, nehmen die Beine hoch und arbeiten jetzt diagonal mit den Knien zu den Schultern. Also wenn wir einrollen, immer so ein bisschen leicht nach der einen Seite, auflösen nach der zweiten Seite. Wir beginnen, wir rollen ein, ziehen mehr nach der einen Seite, lösen auf, drehen ein, zweite Seite, lösen auf. Ihr wisst, wenn es euch zu leicht ist, lasst das Becken nicht ganz zurück. Rollt ein, lasst nicht ganz zurück. Rollt ein, lasst nicht ganz zurück, rollt ein, lasst nicht ganz zurück, rollt ein, klasse. Und immer schön die Spannung auf dem Bauch mithalten. Jawohl. Sehr schön. Ziel wieder, ca. 20 bis 25 Wiederholungen, wobei ihr hier darauf achten solltet, immer eine gleiche Anzahl rechts und links auszuführen. Sehr schön. Jede Seite liegt noch einmal vor uns. Super. Und die andere Seite noch einmal. Dann kommen wir zu der nächsten Übung. Rechts, links im Rumpf, die Beine gestreckt. Und wir nehmen die Arme mit nach oben, verschränken die Finger. Die Arme machen die Gegenbewegung zu den Beinen. Wir ziehen den Bauch ganz, ganz weit ein. Denkt dran, das ist die Übung für die schmale Taille. Und los geht die Wechselbewegung. Von den Beinen zu den Armen. Jetzt zieht den Bauch ein. Die Hauptkonzentration liegt auf dem eingezogenen Bauch. Einziehen den Bauch. Und damit habt ihr eine schöne Übung zum Ausgleich rechts, links.
Habt also eine gute Wirbelsäule, eine stabile, ausbalancierte Wirbelsäule und habt noch eine zweite Bauchübung im Portfolio. Klasse, wir stoppen, kommen noch einmal zum Po, setzen die Beine etwas weiter weg, wie vorhin auch, drücken beide Fersen in den Boden, beide Arme gestreckt zur Decke, los geht's. Wir heben, spannen den Po an, lösen auf und ihr wisst aus der ersten Runde schon, je weiter ihr die Füße wegstellt, umso schwerer wird es. Nutzt die Intensität, die für euch gut ist. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum wir diese beiden Bauchübungen ausgesucht haben. Becken einrollen und Beckendrehung. Wir versuchen normale Crunch-Bewegungen, das heißt also, wo der Oberkörper gehoben wird, wegzulassen, weil diese immer eine höhere Belastung für die Hals- und Brustwirbelsäule betrifft und wir eher eine Aufrichtung der Wirbelsäule haben wollen als einen Buckel. Also vom Becken her trainieren heißt effektives Bauchtraining ohne eine höhere Belastung oder Fehlbelastung in Brust- und Halswirbelsäule. Habt ihr diese Übungen absolviert, 20 bis 25, stoppt ihr wieder, legt ab, streckt die Arme und Beine, zieht euch richtig lang. Wenn dieser Übungsablauf für euch noch nicht genug war, hängt einfach eine dritte Runde dran und ihr habt so circa 12 Minuten effektives Bauchtraining, die euch helfen, eine Wirbelsäule gesund zu halten und eine schlanke Taille aufzubauen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Bei Fragen schickt ihr einfach an TV Westsachsen oder eben in Kooperation an den Sportpark Zwickau. Wir freuen uns, dass ihr mitgemacht habt. Schickt die Übung zu euren Freunden weiter, die vielleicht auch eine schlanke Taille für den Sommer noch haben wollen. Tschüssi!